Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Und ja, wir machen weiter mit den Nebendingen, die noch offen sind, um das mal so zu sagen. Und zwar sind ja noch offen drei Rennen, zwei in Los Santos, eins hier, die Taximissionen und eine Flugshow. Und das wär's dann auch schon. Sogar die ganze Familie mit dabei. Die steigen gar nicht aus, die kommen mit zum Flughafen, okay? Nein, nicht Flughafen. Nein, wir fahren nicht zum Flughafen. Nein, wir machen heute ein Rennen und zwar das letzte hier in Las Venturas. Dann haben wir nämlich nur noch zwei Rennen offen und zwar die in Los Santos. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mache auf jeden Fall dieses Rennen hier. Ich habe es off-air bereits schon mal gespielt und habe es geschafft. Wo ist es nur? Ah, hier unten. Also dieses Rennen, da haben wir nur noch zwei in Los Santos. Und Taxifahrten, auch wenn ich extrem null Bock drauf habe, mache ich auch noch. Aber dann die beiden letzten Rennen in Los Santos und noch die letzte Flugshow hier. Ich glaube, da müsst ihr ein bisschen drauf warten. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken. Warte, jetzt muss ich hier hinten. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, dass jetzt. Idiot. Spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, das Let's Play dann zu beenden und zu sagen, hey, der Rest kommt dann irgendwann einmal, aber ja, halt, wenn ich wieder Motivation habe, da wirklich stundenlang das Rennen zu repetieren und repetieren und repetieren. Also, das wäre das SF to LF, also San Fierro to Las Venturas. Toi, toi, toi. Zieht einfach an denen vorbei. Jetzt muss man hier aufpassen, dass man hier durchkommt. Ja. So, haben wir aber gut geschafft. Jetzt sind wir Erster. Jetzt muss man immer einfach auf den Verkehr aufpassen, dass man da nirgends reinrotzt. Dann auch in den Kurven, weil teilweise fliegt man direkt ins Wasser, wenn man. Natürlich ist es auch noch neblig. Scheiße, ich sehe die Straße nicht mehr. Wie sieht es mit Gegnern aus? Oh, da kommt einer. Oh, Brücke. Da bin ich ein paar Mal dann reingesegelt in die Brücke und dann ins Wasser gefallen. Da ist natürlich gleich Game Over. Und jetzt hier das. Das sieht zwar noch gut aus, aber. Beim Verkehr, das ist gut. Ich glaube, es ist auch ein Vorteil, dass wir nachts fahren, da hat es weniger Verkehr. Oder sollte es eigentlich weniger Verkehr haben? Ja.
jetzt kommt wieder der Verkehr, weil wir noch... Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Das ist schon das Ende, oder? Ja! Yes! Wir haben es geschafft! Juhu! Nur noch zwei Rennen! What the hell are you doing? Nur noch zwei Rennen und dieses dämliche Fliegen und natürlich, jetzt haben wir jedes Rennen. Haben wir geschafft? Gut. Nein, das wollte ich gar nicht! Nein! Das wollte ich gar nicht! Now who the bitch? So, ich will beenden. Also, gut. Unsere Karre ist natürlich weg. Scheiße. Können wir latschen? Dort hinten steht was. Give me this beer. Your mama must be proud of your driving, fool. Too bad for you to hide my shit. The other guys are right behind me. Raise them. So, was machen wir jetzt? Eigentlich müssten wir jetzt Taxi fahren. Wie das ankotzt. Aber zuerst mal speichern, dass wir das Rennen safe haben. Weil auch wenn es nicht so schwer war, es war gar nicht so schwer. Ich habe es viel schwerer, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Ich hole mir schon mal ein Taxi. Da brauche ich nachher nicht suchen. Inbreed makes you dumb, huh? Wo speichern wir mal? Wir speichern mal direkt hier. Gigolo Marco. Hello, babe. Hi, cutie. Babe. My ex-wife looked like a hound dog. So machen wir ein paar Taxifahrten noch zum Abschluss der Folge. Drücke 2. Wir müssen es ja machen, damit wir auf die 100% kommen. Move it! Seite der Stadt. Ich bekomme sogar noch Bonus. That was top rate. Also ich mache jetzt natürlich nicht alle Taxifahrten. Ich mache mal ein paar, dass ich mal ein paar gemacht habe, aber ganz Pocket Casino weiß ich, wo das ist. Also wenn jetzt alle schön nebeneinander liegen, könnte ich mich schon dazu hinreißen, ein paar zu machen. So wie jetzt, das ist zum Beispiel gleich in der Nähe. Da würde ich schon ein paar machen.
Aber wenn es dann eines weit entfernt ist, dann mache ich das noch, aber dann breche ich dann wieder ab, weil ja, Taxifahren ist nicht etwas, ich glaube, das ist bei jedem so, ich glaube, es gibt niemanden, oder es gibt sicher welche, die das gerne machen, aber es ist halt einfach extrem nervig, dass man so viel, obwohl man, ich darf mich ja nicht beschweren, in Vice City musste man ja noch, und GTA 3 musste man noch 100 Taxifahrten machen. Aber da ging es irgendwie schneller, ich weiß auch nicht. Steakhouse, ein fettes Steak verdrücken. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, ich fahre einfach der Markierung nach. Scheint auch ziemlich in der Nähe zu sein. Komm, machen wir 5. 5 ist eine gute Zahl. Da reicht meine Motivation gerade noch aus, um 5 zu machen. Die nächsten machen wir dann in einer anderen Folge. So. You earned this, Fabio. Polizeirevier, der will mich sicher verhaften lassen, weil ich Taxifahrten mache. Das sollte auch ziemlich in der Nähe sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eigentlich mache ich ja die Fahrten wie beim anderen Taxi, nicht hier im Cabby, aber es geht eigentlich bis jetzt ziemlich gut. Dort vorne ist schon das Polizeirevier. Das hatten wir während einer Mission, die Mission da, wo wir Motorräder klauen mussten für den Casino-Raub. Such dir einen Fahrgast. Komm schon, Baby. My daddy's rich, now drive! 24 Stunden Herrenclub. Ah, eine Dame, die den Herrenclub will. Eine Prostituierte. Oder Table Dance. Jetzt haben wir schon 4 und wir haben schon 4. Das heißt, das hier ist die letzte Fahrt. Ja, und es ist auch ein bisschen weiter. Also ich glaube, es passt schon, wenn wir jetzt 5 gemacht haben. Und ich nehme es easy. Ich mache jetzt immer wieder mal ein bisschen 5. Obwohl. Ah, was müsste ich als nächstes machen? Das sind noch 2 Rennen offen. Ich könnte mich an den Rennen nochmal versuchen. Zumindest versuchen. Könnte aber auch das mit dem Flugzeug nochmal probieren. Ja. Kann halt nicht garantieren, dass das von der Zeit her, dass das demnächst folgt. Also kann sein, dass es ein bisschen dauert. Eben, das passt ja schon, ich habe gesagt, wenn es ein weiter entferntes Ziel ist, dann das geht eigentlich. Aber es ist doch schon weiter entfernt. Aber so weit entfernt sind die Ziele dann doch nicht. Aber egal. Fünf Serien, also wir haben offiziell 5. Und unser Ziel ist erreicht. Und ja, ich werde glaube hier die Folge beenden. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann aber wahrscheinlich wieder ohne Taxi. Bis bald!